Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Forex Screener, Markt scannen und Trades finden. Ich freue mich sehr, dass Sie A wieder live dabei sind, dass wir B die Webinarreihe auch im Jahr 2022 ja fortfahren dürfen und können und C, dass Manuel für uns heute wieder die Zeit gefunden hat. Und ja, mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und wir starten auch direkt durch. Aber zunächst, wie immer, der Risikohinweis, denn auch in diesem Jahr dienen diese Webinare nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und ja, dürfen diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Das ist ganz wichtig, auch in diesem Jahr. Sehr gut, ich sehe, da kommen noch Teilnehmer rein, aber bis dato haben Sie noch nichts verpasst, beziehungsweise hier nochmal ganz kurz den Risikohinweis für Sie auch zu sehen. Und ich übergebe jetzt gerne den Bildschirm. Ich wünsche Manuel viel Erfolg, viel Spaß, aber ich bin auch wie im letzten Jahr im Hintergrund, wenn irgendwas sein sollte. Super. Jetzt schnappe ich mir mal den Bildschirm. So. Und dann sollte man jetzt einen türkisen Hintergrund sehen. Mit Korrekt. perfekt. Ja, super. Dann kann es losgehen. Von mir aus natürlich auch nochmal einen schönen guten Abend an alle Teilnehmer. Freut mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind zu unserem ersten Webinar in diesem Jahr. Heute haben wir gedacht, machen wir nochmal das Thema allgemein, Marktscreening bzw. Marktscannen und Trades finden, so heißt das Thema heute. Ja, das Thema allgemein, darüber werden wir sprechen und wir machen ein bisschen Recap über ja, die Themen, die wir auch schon mal angeschnitten haben, zeigen so ein bisschen das Best-of und dann haben wir natürlich auch ein bisschen Zeit eingeplant für alle Neuzugänge, die ihre Fragen stellen können bzw. geben wir ein bisschen Einführung, erklären nochmal von der Pike an, wie funktioniert das Marktscreening, vor allem mit dem Forex-Screener. Und ja, Ihre Fragen können Sie gerne zwischendurch posten. Da habe ich mal ein Auge drauf. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein. Erstmal mit meiner Vorstellung für die, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Manuel Lücke und ich bin jetzt schon seit über 10 Jahren in diesem Gebiet tätig. Ursprünglich habe ich als Informatiker slash Softwareentwickler angefangen in einer Berliner Vermögensverwaltung. Da ging es eben darum, Handelssysteme zu entwickeln, ja, Strategien zu backtesten, zu schauen, ob die funktioniert haben in der Vergangenheit und wenn die gut sind, dann natürlich auch in den Live-Betrieb nehmen. Und ja, wer Software betreibt, der weiß, da können immer mal Fehler anfallen, beziehungsweise Szenarien, die man so vorher noch nicht bedacht hat. Und die gilt es dann natürlich auch zu fixen, wenn man zum Beispiel mal eine Position oder wenn eine Position eröffnet wurde und dann aus welchen Gründen auch immer nicht mehr geschlossen werden kann automatisch. Dann gibt es natürlich auch Trader in so einer Vermögensverwaltung, die das Ganze dann telefonisch in die Hand nehmen und sich um den um das Schließen der Position manuell kümmern. Ja, nach der Vermögensverwaltung hatte ich dann mit einem Kollegen mich zusammengetan. Wir haben auch ein Unternehmen gegründet, in dem es darum ging, Handelssysteme zu entwickeln und zu vertreiben. Und nachdem sich unsere Wege getrennt haben, bin ich natürlich weiter im Trading geblieben, weil ich für das Thema brenne. Und bin mit einem Projekt an den Start gegangen, mit dem Forex-Screener, worum es heute Abend auch gehen soll. Mit dem Forex-Screener, da werden wir natürlich nachher im Detail noch darauf eingehen, was das Tool so leisten kann. Aber so als grober Abriss kann man schon mal sagen, Sie finden damit ja, Trade-Szenarien am Markt. Und das Ganze spart eben enorm Zeit. Ich bin ja sowieso Freund der Automatisierung und von daher auch mein zweites Projekt, Top Trading Software, können Sie erreichen unter www.top-trading-software.de. Da empfangen wir gerne Trader, die ihre Handelsstrategie automatisieren lassen wollen. Also, falls Sie
manuell handeln, lange Zeit vor den Charts verbringen und sich denken, ja, könnte man eigentlich auch automatisch lösen, meine Herangehensweise, dann kommen Sie gerne auf uns zu. Wir entwickeln Ihr Handelssystem ganz individuell auf Sie zugeschnitten und über Handelssysteme hinweg auch jegliche Software, die Sie in Ihrem Trading-Alltag unterstützt, kann halt sein Monitoring-Software, Copy-Trading-Software oder auch Signalsysteme, Sicherheitssysteme, also alles, was Ihr Trading-Alltag einfacher macht. Okay. Dann kommen wir zur Agenda, die wir für heute geplant haben für das Webinar. Wie gesagt, allgemeines Thema Marktscreening werden wir behandeln. Und beim Marktscreening gibt es natürlich immer so ein paar Sachen, die Sie beachten sollten, um erfolgreich traden zu können. Und wir haben dann in der Mitte des Webinars so ein bisschen die Einführung nochmal im Forex Screener auf den Plan für alle Leute, die neu dazugestoßen sind. Und ja, wer schon länger dabei ist, der weiß, bei uns gibt es auch immer ein paar Setups, die vorgestellt werden, die kommen entsprechend danach. Also dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Und wir fangen direkt an mit dem Marktscreening, würde ich sagen. Ja, Marktscreening, was hat es damit auf sich? Vielleicht können Sie auch mal in den Chat hineinschreiben, ob Sie Marktscreening schon ausgiebig nutzen oder ob Sie das so ein bisschen eher von der Außenlinie betrachten und noch nicht so wissen, wie Sie das in Ihr Trading integrieren können. Aber grob gesagt können Sie, grob kann man sagen, ein Marktscreener ist eine Software, die als Filter funktioniert. Das heißt, Sie haben Kriterien, Ihre Trade-Kriterien, also wonach schauen Sie, was muss der Markt hergeben, damit Sie sagen, ja, da kann man einsteigen, könnte sowas sein wie ein Pattern, was am Markt eben gezeichnet wird. Und Sie können eben dieses Kriterium in den Screener hineingeben und erhalten dann eben als Output den, ja, eine Reihe von Symbolen, beziehungsweise das Symbol, falls Ihre Trade-Kriterien nur auf ein Symbol zutrifft. Und das nimmt eben einen Haufen Arbeit weg, weil man nicht mehr manuell durch die ganze Liste von Symbolen gehen muss und schauen muss, ja, ob das Symbol jetzt meine Kriterien erfüllt und wenn nicht, dann gehe ich zum nächsten Chart, sondern das Ganze soll eben per Knopfdruck funktionieren. Und auf der rechten Seite habe ich mal so ein paar Kriterien, die ja ganz beliebt sind, aufgezeigt. Könnte man zum Beispiel schauen, ganz beliebt der RSI-Indikator, wenn er eben über die 80 ausschlägt, über den Wert 80, dann ist das ja für einige eine Gelegenheit, um Short einzusteigen oder eben ein Anzeichen dafür, neben weiteren Anzeichen Short einzusteigen. Und Sie können eben mit dem Screener sagen, zeig mir mal alle Symbole, die einen RSI-Wert von über 80 haben. Oder Sie können den Wert eben manuell festsetzen. Sie können auch sagen, zeigen Sie mir mal alle Symbole, die einen Wert von über 90 haben. Und dann wird der Marktscreener das für Sie heraussuchen, in Echtzeit natürlich. Und ja, neben Indikatoren gibt es natürlich auch die Möglichkeit, nach Chartformationen bzw. Candlestick-Patterns auch zu suchen. So können Sie auch sagen, ich bin auf der Suche nach einer Hammerformation, geben das als Kriterium in den Marktscreener hinein und der Marktscreener wird dann eben alle Märkte ausspucken, die eine Hammerformation gerade im Chart ja, ausgebildet haben. Und das Coole an so einem Screener ist, Sie können auch mehrere Kriterien miteinander kombinieren. Also es kann eben auch gesagt werden, wir wollen den RSI, der muss extrem hoch sein und Hammerformation bzw. inverse Hammerformation, das soll gerade beides als Kriterium erfüllt werden. Und dann erhalten Sie entsprechend die gefilterte Liste mit den Symbolen, auf die das insofern zutrifft. Genau. Und ja, ich würde sagen, bevor wir hier um den heißen Brei herum reden, gehen wir einfach mal rein in den Forex Screener und zeigen das Ganze vielleicht mal,
wie das so aussieht. Vielleicht auch anhand der Beispiele, die ich gerade eben schon mal gezeigt habe. Der Forex Screener, so sieht es aus. Sie haben hier eine Reihe von Filtern. Vielleicht wird man davon beim ersten Mal so ein bisschen überschlagen, aber ist immer die Frage, ja, wie kann man das halt darstellen, wenn man nach so vielen Sachen suchen kann. Deswegen gibt es hier oben auch eine Suche, wo man einfach eingeben kann, nach welchen Trade-Kriterien man denn sucht, wenn man schon konkret einen Plan hat, wonach man eben auch suchen möchte. Und entsprechend, wenn ich jetzt so Hammer eingebe, dann finde ich auch die Filter, die mir quasi so eine Hammerformation ermöglichen. Und man könnte jetzt hier mal schauen, man könnte sagen, ich möchte jetzt suchen nach der letzten Hammerformation, die soll in der letzten Kerze ausgeprägt worden sein. Und unten im Ergebnisbereich findet man dann eben 238 Ergebnisse, die einen vermeintlichen Hammer ausgebildet haben. Und so könnte man auch mal schauen, man hat hier eben alle Symbole, die der MetaTrader hergibt von FXFlat, sodass man natürlich in der Kategorie auch immer schauen muss, was will man denn handeln. Also in dem Fall hat man hier die US-Aktie Autodesk Inc. Und wenn man sagt, ja, man ist auch offen, Aktien zu handeln, dann warum nicht? Dann kann man das Ganze sich mal im Chart ansehen. Und hier sieht man dann eben, wenn man jetzt mal rein scrollt, sieht man hier die Hammerformation. Also langer Docht nach unten, jetzt ist gerade eine neue Kerze entstanden. Hier hat man quasi den langen Docht nach unten. Und der Kerzenkörper relativ klein und befindet sich am oberen Teil der Kerze. Und so könnte man jetzt in die ganze Liste gehen, also die ganzen Hammerformationen, die gefunden wurden, die sehen natürlich entsprechend ähnlich aus, ne? Wir haben uns da Mühe gegeben, dass die Hammerformationen auch so bilderbuchmäßig aussehen wie möglich. Und hier ist natürlich immer die Frage, wenn man jetzt so einen Hammer gefunden hat, dann reicht der Hammer alleine ja noch nicht, sondern man muss es eben auch in den richtigen Kontext mitbringen. Also nur weil der Hammer jetzt hier an dieser Stelle steht, heißt es ja noch nicht, dass es Umkehrformation genug ist quasi, dass der Markt jetzt nach oben schießt. Also so wie man es aus den Bilderbüchern kennt, sondern man muss eben schauen, dass man weitere Kriterien mit einbringt, sowas wie, befinden wir uns denn jetzt an einem Widerstand eventuell oder wie weit ist denn der Trend hier schon gelaufen? Zeigt der Trend eventuell in die Richtung nach oben, sodass er vielleicht von hier unten gerade so kommt und mit der Korrektur jetzt quasi genug korrigiert hat und dass er jetzt weiter nach oben den Trend fortsetzen kann? So. Und das sind eben Sachen, da können Sie eine Menge kombinieren mit den ganzen Filtern, die wir haben. Und wir gucken uns das im Detail mal ein bisschen im Detail noch später an. Ich würde sagen, jetzt noch ein paar Worte zum Marktscreening, weil Sie da natürlich auch ein bisschen was beachten müssen beim Marktscreening. Das Thema, das ist ja an sich kein neues Thema, sondern das gibt schon relativ lange, Marktscreening. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal in Kontakt damit gekommen bin und auch gar nicht wusste, dass es sowas gibt, da gab es quasi so einen Screener, der hat die Aktien, da konnte man zum Beispiel nach Aktien suchen, welche sind denn die Top-Aktien von gestern, also die mit der meisten Rendite, welche haben am meisten die beste Kursentwicklung gestern hingelegt. Und der Trading-Ansatz war da, die Gewinner, die Top 3, die shortet man mit der Hoffnung, dass sie eben am nächsten Handelstag eine rote Kerze ausprägen werden. Und das ist schon sehr lange her. Also ich glaube so 8 Jahre circa, dass ich davon das erste Mal davon Wind bekommen habe. Und dann hat man sich natürlich mehrere Screener angeguckt. Und da bin ich so ein bisschen auch zu folgendem Entschluss gekommen, weil da, wo man handelt, bei der Plattform, zum Beispiel jetzt bei unserem Broker FXFlat, es ist ja nur vom Vorteil, wenn ich einen Marktscreener habe, der auch die gleichen Kurse hat wie meine Trading-Plattform. Weil wenn ich jetzt
mir Kursdaten von Yahoo Finance ziehe oder von irgendeinem anderen Broker und ich erhalte quasi mit dem Screening eine lange Liste, dass meine Kriterien erfüllt werden, und dann öffne ich dieses Symbol in meinem Chart, dann werde ich oft das Problem haben, dass es in meinem Chart vielleicht ganz anders aussieht, weil die Kursdaten eben sich unterscheiden. Auf meiner Plattform stimmen die Kriterien dann eventuell gar nicht mehr. Dann hat man vielleicht auch das Problem, dass die Symbole, die gefunden werden, die werden in meiner Plattform gar nicht geliefert, also die kann ich gar nicht traden. Und ich verschwende Zeit damit, Symbole zu finden, die ich gar nicht handeln kann. Das will ich ja auch nicht. Dann ist eben noch so ein Punkt, wie gesagt, die Charts, die dann angezeigt werden, wäre natürlich auch toll, wenn die dann 1:1 so aussehen wie in meiner Plattform. Also wenn ich in dem Screener bin und mir schon mal das Thumbnail angucke zu dem Chart, dann möchte ich ja auch, dass wenn ich dann in den eigentlichen Chart gehe und das Ganze, weil ich das Ganze eben verifiziert habe schon mal, dass der Chart dann eben auch genauso aussieht, nur in groß, ne? Und das sind alles so Punkte, die müssen Sie halt beachten bei der Wahl des Marktscreeners. Und der große Vorteil beim Forex-Screener ist, wir haben uns darauf spezialisiert, eben mit dem MetaTrader uns zu verbinden und dementsprechend eine Partnerschaft mit FXFlat aufgebaut, sodass wir unsere Kursdaten direkt von FXFlat ziehen und ja, die Screenshots bzw. die Thumbnails, die kommen auch alle aus dem MetaTrader, sodass das alles 1:1 so aussieht. Und wenn Sie bei FXFlat handeln, dann erhalten Sie auch genau die Symbole, die Sie dann auch handeln können in Ihrem Chart. Also von daher, das sind so wichtige Punkte, die Sie beim Marktscreening noch beachten müssen. Und als letzter großer Punkt natürlich geht es auch ein bisschen darum, die Kriterien, die Sie hineingeben können. Das hängt ja natürlich auch vom Marktscreener ab, welche das sind. Also nicht jeder hat ja die gleichen Trade-Kriterien und nicht in jedem Marktscreener finden Sie gute Patterns oder eben die, ja, die gleichen Filter. Also da hängt es auch nochmal vom Anbieter ab, wo sie die besten Trade-Möglichkeiten finden werden, sozusagen. Okay, genug zu diesem Thema. Wir würden nochmal in den Screener hineinblicken und wir haben ja nachher auch noch so ein paar Setups, die wir vorstellen wollen. Von daher vielleicht erstmal die Frage auch an Sie, ob Sie eventuell schon so Setups haben, die Sie manuell immer suchen, die wir vielleicht jetzt in dem Webinar uns gemeinsam mal angucken können, ob wir die mit dem Forex-Screener live finden können. Und wir bieten das auch für unsere Kunden entsprechend an. Also wenn jemand sagt zum Beispiel, ich habe ein Trading-Setup, aber ich weiß nicht so richtig, wie ich die Filter einstellen soll, um mein Trading-Setup zu finden, dann können Sie uns auch gerne kontaktieren und wir tun uns dann entsprechend einfach zusammen, sodass wir Ihnen erklären können, welche Filter wie eingestellt werden müssen, damit Sie Ihr Trading-Setup per Knopfdruck finden können. Genau. Und ja, Sie können jetzt zum Beispiel als Beispiel oder als Einstieg für ein paar Filter können wir mal noch vorstellen, was so die beliebten Filter sind, bevor wir eben zu den Setups gehen. Und beliebte Filter sind zum Beispiel Kerzen in Folgefilter. Das kann ich mal kurz zeigen. Da gibt es quasi die Möglichkeit, dass wir uns alle Märkte raussuchen, die x grüne Kerzen in Folge haben. Also zum Beispiel können wir sagen, 10 grüne Kerzen in Folge, alle Symbole, die das haben, wollen wir uns anzeigen lassen. Und von den ganzen Symbolen, die in dem MetaTrader vorhanden sind, das sind ja mittlerweile schon über 450. Ich weiß es gar nicht ganz genau auf die Zahl, aber irgendwas zwischen 450 und 500 sind es auf jeden Fall. Und dann kann man eben in der Vorschau schon mal sehen, welche Assets das erfüllen. Da haben wir hier den GBP-SEC, können wir auch einmal raufklicken, sodass das Ganze synchronisiert wird mit dem MetaTrader. Und wenn wir dann hier reingehen, dann sehen wir eben
Hier haben wir 10 grüne Kerzen, die uns auch eingezeichnet werden in den Chart. Und ja, wie gesagt, das Ganze ist immer gut, wenn man es kombiniert mit weiteren Kriterien, sodass man hier auch mal schauen könnte, ob wir jetzt vielleicht bald an einem Widerstand angelangt sind. In dem Fall sind wir jetzt gerade sogar das lokale Hoch. Also wie weit es jetzt hier noch geht, das kann man gar nicht sagen. Und wenn wir jetzt die Situation haben würden, dass wir ein weiteres Hoch haben, was im Vorhinein schon mal markiert wurde, dann ist es eben so eine gute Strategie quasi zu sagen, okay, die 10 grünen Kerzen stehen für Marktüberhitzung, beziehungsweise irgendwann geht jede Serie auch mal zu Ende. Und das passiert dann eben meistens an solchen Widerständen, die in der Historie schon mal angelaufen wurden, sodass man sich an solchen Stellen eben gegen den Markt positionieren kann. So. Also so viel mal vorab. Das war jetzt noch kein richtiges Setup und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in die Setups rein, die wir mitgebracht haben. Und schau mal, was man denn noch so als Marktscreening-Strategie quasi nutzen kann und wie man das Ganze eben kombinieren kann. Und hier hätte man zum Beispiel ein Setup mit einem Trend und einem Widerstand. Also kann man eben sehen, der Markt, der ist hier in so einem markttechnischen Trend. Dann haben wir diese dicke türkise Linie, das ist ein Widerstand, in dem Fall eine Preismarke. Und solche Preismarken oder generell Widerstände, die werden halt angelaufen und man kann beobachten, dass der Kurs eben daran öfter mal abprallen tut. Also wenn der Markt von oben kommt, dann ist das meistens der Zeitpunkt für eine Korrektur. Und wenn der Markt sowieso schon in einem Abwärtstrend ist und dann korrigiert, dann stellt sich ja meistens die Frage, ja, wie weit korrigiert der Markt dann noch, wenn er in dem Schema weiterläuft? Und man weiß eben, oder es steht von den Chancen her immer gut, dass an so einem Widerstand die Korrektur endet. Und das Ganze in der Realität kann dann eben so aussehen. Also hier hat man quasi genau dieses Schema. Der Markt kommt von oben. Wir sind in einem Abwärtstrend. Und man sieht auch hier diese blaue Linie, was jetzt die Preismarke ist. Und die wurde angelaufen. Der Markt hält natürlich meistens nicht punktgenau an solchen Widerständen, sondern man sieht eben, dass er dann einfach mal drunter spiked. Und in dem Fall hat er sogar auch drunter geschlossen. Kann passieren. Ist aber eben immer dann wichtig, dass man halt weiß, in der Nähe solcher Widerstände. Also die sind ja nicht punktgenau, sondern die sind ja meistens ein bisschen breiter. Da kann man halt auch in der Vergangenheit schauen, ob sowas schon mal angelaufen wurde und eventuell auch überlaufen wurde, damit man weiß, okay, der Widerstand, der ist eigentlich nicht nur diese Linie, sondern der ist vielleicht sogar bis hier. Und der Spike, der wird entsprechend in diese Area eintauchen. Ja, und was hier dann quasi passiert ist, das ist ein Trade von gestern, den habe ich quasi auch gescreent und hier haben wir eben, wie gesagt, diesen Abwärtstrend, die Korrektur und die Korrektur, wie gesagt, läuft eben bis zu dem Widerstand, aka Preismarke in diesem Falle. Das war, glaube ich, der Neuseeland-Dollar-Yen und diese Preismarke ist der 78er-Kurs und hier entsprechend hat man quasi die Distanz sehr dicht zur Preismarke. Man sieht auch, dass der Markt hier so ein bisschen dünne wird, sage ich mal. Und das wird dann meistens, das sind dann schon so die Anzeichen, um zu sagen, okay, wenn er jetzt an Stärke abbaut, dann geht es wahrscheinlich in die andere Richtung. Dementsprechend war der Einstieg dann hier short gewesen. Und das Ganze wurde heute dann irgendwann aufgelöst. Ich glaube, irgendwie so circa 45 Punkte oder Pips wurden da dann so mitgenommen. Und ja, das Ganze lässt sich natürlich duplizieren. Also danach kann man
explizit suchen. Und ich würde mal sagen, wir gehen einfach in den Screener mal hinein, um zu schauen, wie man so eine Strategie dann abbilden kann. Und hier ist es natürlich interessant zu wissen, dass wir ja im Vorhinein schon mal sagen könnten, auf welchem Zeitintervall wollen wir denn eigentlich handeln? Also um das Ganze, um die Ergebnisse mal grob einzuschränken. Wenn ich eher so der Typ bin, der gar nicht so viel Zeit hat, beziehungsweise eher, ja, ich habe einen Fulltime-Job und bin jetzt eher so nachmittags immer am Markt, dann würde es sich natürlich lohnen, wenn man nicht auf Minute 1 oder Minute 5 handelt, sondern eher so vielleicht auf dem Stundenchart, und so könnte man das Ganze schon mal eingrenzen. Im zweiten Schritt müsste man dann halt festlegen, also wir arbeiten jetzt nochmal die Kriterien ab, die hier gezeigt wurden. Im zweiten Schritt wäre das Kriterium, wir wollen uns jetzt dicht an einer Preismarke befinden. Und das könnte man hier wieder jetzt eingeben in der Suche. Preismarke, Distanz zur nächsten Preismarke. Und hier könnte man eben die Prozentanzahl angeben. Also es ist immer relativ gesehen, wie dicht der Kurs quasi an der Preismarke sich befinden soll. Das Ganze relativ zum Kurs, wo er gerade steht. Das heißt, umso kleiner hier der Wert ist, umso dichter soll der Kurs an der Preismarke liegen. Und ja, wenn wir jetzt mal das Ganze einschränken wollen auf kleiner 10%, dann hat er jetzt so die entsprechenden Assets hier schon mal gefunden. Und in diesen Karten hier, in den Kacheln, kann man quasi in den Bid- und in den Ask-Kursen schon mal sehen, wie dicht der Kurs jetzt an so einer Preismarke dran ist. Also hier sieht man eben beim US-Dollar, polnischen Zloty, sind wir eben genau bei der 4,00. Und ja, also dementsprechend drauf auf der Preismarke. Und der Forex-Screener, der ordnet die Ergebnisse immer von groß nach klein, beziehungsweise er passt die Sortierung sogar an. Also wenn wir jetzt suchen nach RSI kleiner 20, dann würde er die Werte mit dem kleinsten RSI-Wert an erster Stelle zeigen, sozusagen. Hier haben wir jetzt das Phänomen, die Symbole, die am dichtesten dran sind an so einer Preismarke, die werden jetzt als erstes gezeigt. Und hier hätten wir jetzt noch den Schweizer Franken Yen, der ist hier auch sehr dicht dran an der 125, der steht quasi bei 124,991. Können wir auch mal kurz schauen im MetaTrader, wie das Ganze aussieht. Wenn wir jetzt das Ganze angeklickt haben, dann sieht man jetzt schon diese dunkelblauen Linien, die habe ich gerade auch in der Folie gezeigt gehabt. Das sind eben diese Preismarken. Und nicht bei jedem Symbol, aber bei vielen kann man dann auch erkennen, dass an solchen Preismarken es immer wieder Stellen gibt, wo der Kurs entsprechend sich eher anschmiegt oder dranläuft und dann abprallen tut. Das funktioniert bei manchen Kursen beziehungsweise an manchen Stellen immer mal mehr, mal besser, mal weniger gut, mal besser. Und das Ganze wäre jetzt schon mal ein Kriterium, was wir für dieses Trading Setup abbilden wollen. So. Das Ganze sollte eigentlich nicht so schwer zu verstehen sein. Von daher würde ich sagen, gehen wir mal auf das zweite Kriterium, was wir zusätzlich noch abbilden wollen. Und hier würde ich ja mal den Trend hinzufügen. Also wir haben ja gesagt, das Ganze soll sich in einem Abwärtstrend befinden. Das Kriterium, das wir hier an der Preismarke sind, das haben wir jetzt gerade schon abgearbeitet. Und jetzt wollen wir sagen, wir sind jetzt an so einem Trend noch dran. Damit wir uns die Trendfilter mal ansehen, die finden wir quasi hier in dieser Sektion. Und hier gibt es eine Filtergruppe, die wir aufklappen können. Darin verbergen sich noch mehrere Filter, die über die Trendrichtung bestimmen. Und hier könnte man jetzt sagen, wir wollen einen Abwärtstrend, in dem wir uns befinden. Und das wäre jetzt schon unser zweites Kriterium. Und wir sehen jetzt von den, ich glaube, 10 Symbole, die gerade eben gefunden wurden, bleiben jetzt nur noch 5 übrig.
weil wir eben diese beiden Kriterien verbunden haben. Also einmal dicht an der Preismarke und dann noch in einem Abwärtstrend. Und man sieht auch in der Vorschau schon, dass wir bei allen irgendwie in so einem Abwärtstrend drinne sind. So, und da können wir natürlich hier wieder schauen im Chart, wie das Ganze aussehen soll. Und hier hätten wir jetzt so ein Beispiel gefunden. Also markttechnisch sind wir von hier an quasi in einem Abwärtstrend. Und hier wäre jetzt die Frage natürlich, also hier sind wir ein bisschen zu spät. Hier hätte man ja gut an der Preismarke einsteigen können. Hier hätte man auch nochmal einsteigen können. Aber in unserem Falle sind wir jetzt schon drüber gelaufen. Und ja, hier ist so ein bisschen die Frage, wenn man das Symbol jetzt unbedingt traden müsste, ne? Und ich würde jetzt keinen empfehlen, hier einen Trade einzusteigen, aber das sieht ja eben ganz danach aus, als würde der Abwärtstrend jetzt fortgesetzt werden und wahrscheinlich nochmal der Widerstand hier unten angetestet werden. Also wenn ich mich jetzt unbedingt entscheiden müsste, dieses Symbol zu handeln, dann wäre es eher short. Und es würde hier eigentlich gar nicht so eine große Rolle spielen, dass wir uns jetzt in der Nähe von der Preismarke befinden. Also das ist eben eine von den Stellen, die jetzt nicht als Abprall fungieren würde, sozusagen. Genau. Und ja, wir können jetzt noch mal gucken, ob es hier noch ein anderes Kriterium gibt, was man noch zusätzlich einstellen könnte, um dieses Setup quasi komplett abzubilden. Und hier bei den Trends hat man ja auch immer die Zählweise, welcher Punkt das ist. Und so hätte man quasi hier den Punkt 3, 4, 5, beziehungsweise wäre das auch ein Hochpunkt des Trends. Und so könnte man zusätzlich in dem Screener jetzt noch sagen, wir wollen nicht nur den Abwärtstrend, sondern wir wollen auch, dass der aktuelle Hochpunkt oder dass der aktuelle Kurs sich an dem Hochpunkt befindet und gleichermaßen eben auch an dem Widerstand sich befindet. Und das würde ich auch noch mal kurz zeigen, wie das geht im Detail. Da gehen wir wieder in die Trendsektion und würden hier sagen, der letzte Punkt, der soll entsprechend ein Hochpunkt sein. Und dann können wir mal schauen, dann wird das Ganze eben noch weiter eingeschränkt. Hier könnte man ein neues Symbol mal öffnen, um zu gucken, wo das Ganze jetzt sich befindet. Und hier sieht man, der australische Dollar Cut, der erfüllt auch all unsere Kriterien. Der ist jetzt wieder in der Nähe von der Preismarke. Der letzte Trendpunkt ist ein Hochpunkt. Der Widerstand, der wurde leider schon überlaufen. Und dennoch, ja, also wenn man jetzt dieses Problem quasi hat, dass der Kurs eben zu weit weg ist von der Preismarke, dann gibt es immer Möglichkeiten, um das Ganze zu adjustieren. Also ich habe jetzt mit Absicht den Filter auch mal ein bisschen weiter eingestellt, als ich es normalerweise machen würde. Aber wir könnten jetzt hier auch sagen, der Kurs, der soll sich eben extrem dicht an der Preismarke befinden und das Ganze entsprechend auf 0,02% einstellen. Und dann hätten wir jetzt im Moment kein Symbol, was diese Kriterien erfüllt. Deswegen stelle ich das Ganze nochmal zurück, damit wir einfach ja, den Blick, damit wir einfach ein Ergebnis haben und ich das zeigen kann. Wenn wir jetzt, wie gesagt, auf 0,02% gehen würden, dann wäre der Kurs jetzt wahrscheinlich ja, viel dichter dran einfach an diesem Widerstand. So, ja, und jetzt haben wir natürlich mehrere Filter aktiviert und wir wollen ja nicht jedes Mal so vorgehen, dass wir in den Marktscreener hineingehen und dann erstmal 10 Filter durchklicken, sondern es gibt auch die Möglichkeit, dass wir das Ganze speichern können in einem sogenannten Filter-Setup. Und das können wir hier oben machen. Da müssen wir die Filter-Setup-Sektion aufklappen und können dann einfach einen passenden Namen eingeben, sowas wie Preismarke X Abwärtstrend
x Hochpunkt zum Beispiel. Und wenn wir das jetzt speichern mit Enter, dann steht das hier an letzter Stelle unserer Liste. Und wenn wir jetzt das nächste Mal wieder Zeit haben und schauen wollen, ob der Markt uns was hergibt, dann können wir einfach in die Filter-Setups gehen, klicken hier einmal rauf und es werden automatisch die Filter wieder so eingestellt. Und das bringt uns den großen Vorteil, dass wir die ganzen Filter-Setups einmal speichern, beim nächsten Mal einfach nur noch die Liste durchklicken müssen und dann können wir schon sehen, ob wir jetzt erstmal Symbole haben, die das Ganze so grob erfüllen. Und dann müssen wir natürlich noch im Detail hineingehen in die Symbole, um zu gucken, ob wir ob das jetzt das Setup ist, was wir auch so handeln wollen. Ob wir quasi alles, ob sich alles so ergibt. Und da macht es dann natürlich mehr Sinn, dass man die Filter sehr fein justiert, damit der Kurs sich dann entsprechend auch an der Preismarke befindet. Und das nächste, was Sie quasi machen können, ist, dass Sie die Signale quasi dazu noch aktivieren. Können Sie einfach auf diese Glocke klicken und das hat zur Folge, dass Sie jedes Mal, wenn dieses Setup am Markt erfüllt wird, dass Sie eine E-Mail-Benachrichtigung bekommen werden. Und so verpassen Sie quasi keine Trade-Gelegenheit mehr, sondern müssen einfach nur Ihre E-Mails checken, um zu sehen, ist da gerade ein Trade für mich drin oder nicht. Okay, das erste Setup war jetzt sehr ausgiebig erklärt, würde ich sagen. Falls es dazu Fragen gibt, können Sie die gerne stellen. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir mal in die nächsten Setups und gucken mal, was sich da noch so holen lässt. Genau, hier noch kurz der Aufruf an Sie. Sie können die Signale, falls Sie die nutzen wollen, können Sie gerne unseren Gutscheincode Signale15 nutzen und den in Checkout angeben, dann sparen Sie 15% jeden Monat auf Lifetime und Leute, die noch nicht bei FXFlat sind und sich ein Live-Konto eröffnen wollen, die können das Ganze tun, indem sie einfach unter folgende URL gehen, das Konto eröffnen, dann werden sie einen Gratis-Monat für die Signale erhalten und eben auch den Gutschein entsprechend dazu, den Sie dann angeben können, um Ihr Gratis-Monat zu bekommen. So, dann haben wir das zweite Setup. Das zweite Setup ist wieder eine Kombination aus einem Trend und einem Außenstab beziehungsweise Außenstäbe. Wir haben dazu sogar schon komplette Webinare gehalten. Also wer jetzt noch nicht so imstande ist, was ein Außenstab ist, der kann gerne mal auf unserem YouTube-Channel gehen. Und ich glaube, im September wurde dieses Webinar gegeben. Da finden Sie die Aufzeichnung auf unserem YouTube-Channel. Und dann können Sie dort sich nochmal in die Thematik hineinfuchsen. Hier aber nochmal der Kurzabriss. Außenstab bedeutet quasi so viel wie der letzte Außenstab wurde per Schlusskurs überboten. Das ist quasi, wir haben ja so eine Ausbrecherkerze, die aus dem letzten Außenstab kommt und markiert dann eben mit dem Hoch und Tief den neuen Außenstab, bis dieser wieder gebrochen wird. Und das Ganze kann man eben in den Trends auch ja, sich ganz gut zunutze führen, indem man sagt, man möchte eben so einen Trend haben. Und man möchte gar nicht so auf die Widerstände gucken, weil man jetzt vielleicht nicht so der Fan davon ist oder weil man auch gerade kein gutes Widerstandssetup am Markt findet. Und jetzt braucht man natürlich einen Plan B und der heißt dann eben Außenstäbe. Mit den Außenstäben können Sie gut herausfinden, ab wann eine Marktbewegung zu Neige geht. Also entsprechend sind wir in einem Aufwärtstrend, der in der Korrektur ist und aus dieser Korrektur, da wollen Sie jetzt wieder wissen, wann endet denn diese Korrektur, wann kann ich denn long einsteigen, weil den Tiefpunkt hier unten, den werden Sie
so gut wie nie finden. Also entweder läuft der Markt immer noch ein Stückchen weiter nach unten oder sie verpassen den Einstieg, weil sie denken, der läuft noch ein bisschen weiter nach unten. Und alles andere, würde ich mal sagen, ist ja ein Glück. Aber was eben viel weniger Glück ist, ist, wenn sie auf eine Bestätigung einfach warten, die durch so einen Außenstab vollzogen wird. Und sie sagen können, von der Bedeutung her heißt es, die Korrektur ist vorbei, die Bewegung in Richtung Long wird jetzt fortgesetzt, also steige ich an der Stelle Long mit ein. Und das Ganze können Sie natürlich mit dem Forex-Screener wieder abbilden. Gehen wir mal in den Screener hinein und dann zeige ich Ihnen das Ganze mal, nachdem ich die alten Filter erstmal deaktiviert habe. So. Und wir haben für Außenstäbe eine komplett eigene Sektion auch gebaut. Außenstäbe ist auch ein sehr beliebtes Thema unter Tradern. Und ja, jetzt müssen wir halt schauen, wie können wir diese ganzen Kriterien von eben zusammenbauen. Also das erste Kriterium ist, wir haben erstmal einen Aufwärtstrend. Und dann gehen wir doch erstmal in den Aufwärtstrend und sagen, in die Trendsektion und sagen Aufwärtstrend. Jetzt finden wir erstmal alle Symbole, die irgendwie einen markttechnischen Aufwärtstrend im Chart abbilden. Und im zweiten Schritt, wie gesagt, gehen wir in die Außenstab-Sektion hinein. Und hier gibt es ja eine Menge, die man quasi so über Außenstäbe abbilden kann. Wir wollen jetzt sagen, dass der aktuelle Außenstab in Richtung Aufwärts zeigt. Und das könnte ja jetzt auch einen beliebigen, also es könnte sich jetzt auch um eine Reihe von Außenstäben Richtung Long handeln. Von daher müssen wir sagen, der Außenstab ist aufwärts und die Richtung des neuesten Außenstabes ist quasi die entgegengesetzte Richtung. Also heißt quasi, wir begutachten jetzt quasi diesen Außenstab. Und wir sagen, der soll in die entgegengesetzte Richtung zeigen und der soll auch ein Long-Außenstab sein. Und dann hätten wir quasi dieses Kriterium schon mal abgebildet. Und jetzt können wir hier mal reinschauen, ob man da schon mal ein paar gute Gelegenheiten finden würde. Das Ganze kann ich aber gleich schon mal im Vorhinein sagen, da fehlt noch ein Kriterium, dazu kommen wir gleich. Wir gehen jetzt so mal optisch im Screening durch, ob sich hier schon mal irgendwie was anbieten würde oder nicht. So, hier hätte man jetzt quasi eine Sache, wo das Ganze erfüllt wird. Die Korrektur ist hier ein bisschen kleiner, aber wie gesagt, der Außenstab ist zumindest schon mal dort. Und hier haben wir aber wieder das Problem, wir sind jetzt hier am so einem übelsten Hoch, der Markt ist übelst weit nach oben gelaufen, ist nicht so ein guter Einstiegspunkt, um Long einzusteigen. Und der letzte Punkt ist auch eben ein Hochpunkt. Von daher würde ich als Marktscreener würde ich halt sagen, wir wollen schauen, dass der letzte Punkt ein Tiefpunkt ist. Und das war das Kriterium, was noch gefehlt hat. So dass wir quasi in den Trendfiltern sagen, der letzte Trendpunkt ist ein Tief. Und dann haben wir auch nur noch 13 Ergebnisse. Und optisch können wir schon mal gucken, ob sich hier was anbieten würde. So, das hier sieht gar nicht so verkehrt aus. AXP, jetzt hackt die Maus gerade. So. Ja, das sieht jetzt gerade schon mal eigentlich ganz vernünftig aus, würde ich sagen. Übergeordnet sind wir auf H4, also ein sehr, sehr langfristiger Zeitraum ist es. Man kann sehen, lange, lange Aufwärtsbewegung, danach folgt eben Korrektur. Hier wurde die letzten Tiefs wurden rausgenommen, was eigentlich dafür spricht, dass ja eventuell eine Abwärtsbewegung jetzt in Gang gesetzt wurde.
Man könnte hier aber darauf setzen, dass es sich eben nur um eine Korrektur gehandelt hat und das Ganze nicht weiter getestet wird, weil wir haben jetzt hier auch kein neues Tief quasi gemacht, sondern man sieht jetzt, wir haben wieder höhere Tiefs. Vielleicht ist die Korrektur, also mit der Korrektur meine ich quasi diese Bewegung, vielleicht wurde die jetzt beendet. Und man könnte hier einen Trade eingehen, da wir ja folgende Kriterien haben. Also wir haben quasi diese Aufwärtsbewegung, wir haben einen neuen Außenstab und zusätzlich haben wir jetzt sogar noch den Fall, dass wir hier eine Gap gebildet haben bei der American Express. Und bei den Gaps ist es ja meistens so, oder so eine bekannte Theorie, dass die Gaps geschlossen werden. Also sobald der Markt eröffnet wurde, dann wird am Handelstag oder am darauffolgenden Handelstag wird die Gap dann meistens zugemacht. Und das Risiko für den Einstieg wäre jetzt hier auch nicht so groß, wenn man den Stop-Loss entsprechend runterpacken würde. Also man hätte hier ein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis, wenn man sich an diesen Trade heranwagen würde. Genau. So, jetzt sehe ich gerade, hier gibt es noch eine Frage vom Robert. So, hier ist die Frage, er nutzt den MetaTrader 4 im Live-Konto-Modus und wenn er den Chart öffnet, dann wird quasi gesagt, dass der, also wenn er nach dem Screening sich ein Symbol heraussucht und heraufklickt, dann wird gesagt, Chart erfolgreich geöffnet, aber der Chart öffnet sich nicht. Also ich würde sagen, das ist ein Fall für unseren Support. Das müsste man sich mal im Detail angucken. Also eigentlich ist es halt so, wenn du das Ganze schon mal installiert hast, das Add-on, das finden Sie übrigens auch in unserem Menü, die Seite mit dem Add-on und dann, wenn Sie das einmal installiert haben, dann öffnen sich im Hintergrund automatisch die Charts. Können wir uns gerne gleich auch nochmal angucken. Und wenn gesagt wird, dass der Chart erfolgreich geöffnet wird, aber das nicht gemacht wird, ja, dann gibt es wahrscheinlich nochmal irgendwie einen kleinen Fehler zwischendurch. Müsste man mal in den MetaTrader hineingucken und wir können uns gerne mal mit dem Support dann im TeamViewer verbinden und dann mal gucken, wo das Problem liegt, weil eigentlich tritt das so nicht auf. Müssen wir mal schauen, woran es liegt. Aber vielleicht noch mal kurz zum Add-on. Sie können auf diese Seite im Menü gehen, das Add-on, und hier sehen Sie quasi auch noch mal, wie das Ganze funktioniert, aber das haben Sie auch in dem Webinar gesehen. Und hier gibt es zwei Ausfertigungen für das Forex Screener Add-on. Einmal für den MetaTrader 5, das finden Sie hier, und dann einmal für die MetaTrader 4. Und wer mich jetzt fragt, ja, was ist besser, MetaTrader 4 oder 5, da sage ich immer also ich bin jetzt mehr Fan vom MetaTrader 5, weil der ein bisschen mehr Funktionalität bietet im Hinblick auf den Forex Screener. Also es geht eben darum, die Charts werden automatisch geöffnet und auch die Indikatoren werden automatisch eingezeichnet. Das Ganze funktioniert aber nur in dem 5er und in dem MetaTrader 4, da werden die Charts nur automatisch geöffnet, aber die Indikatoren können nicht angewandt werden. Von daher rate ich immer für den MetaTrader 5 und dann funktioniert das Ganze auch einwandfrei. Okay, so, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal in die Präsentation rein, gucken, was wir noch für eine Strategie haben. Ah ja, und hier haben wir so eine sehr beliebte Strategie auch. Habe ich gerade eben schon mal angesprochen. Hier geht es um Aktiengaps, dass sie eben geschlossen werden. Und hier sieht man eben genau so einen Fall. Der Einstieg ist hier nach der Gap und daraufhin geht der Markt innerhalb von 2 Handelstagen
in die Richtung des, des Gap Closes. Und hier ist dann immer so die Frage, wann man dicht macht. Also hier wurde die Gap auch zu 100% geschlossen. Sieht zumindest so aus, als wären es 100%. Und das Ganze ist so ein Thema, wenn man jetzt keinen Screener nutzt, dann ist man zur Markteröffnung immer ganz schön damit beschäftigt, halt viele Symbole durchzuschauen. Und es gibt eben so viele Symbole, dass es einfach Sinn macht, dass man per Knopfdruck sagt, zeig mir bitte einfach alles an, was eine Gap gemacht hat, von mindestens x Prozent. Und das können wir uns auch im Screener nochmal anschauen, wie das Ganze eben genutzt werden kann. Hier würde ich einfach die Filter nochmal kurz entfernen. Und entweder man gibt es in der Suche ein oder man schaut zwischen den Filtern, ob man den Gap-Filter quasi findet. Und hier hat man Aktien-Gap-Größe zum Vortag. Das ist quasi ein Aktien-Gap-Filter. Den kann man in der einfachen Benutzung, könnte man den jetzt auf größer gleich 0,01% einstellen. Also sobald eben eine kleine Gap gemacht wurde und die größer ist als 0,01% vom Kurswert, dann soll er uns das Ganze anzeigen. Und hier kann man schon sehen, oh, hier gibt es eine Gap. Activision, die hat einfach mal eine Gap-Größe von 31%, also eine richtig große Gap. Können wir uns mal im MetaTrader ansehen. Das Ganze wird dann auch so orangemäßig eingezeichnet und man sieht hier schon, gibt es auch Probleme mit der Skalierung, beziehungsweise ja, die Skalierung ist halt nicht schön, weil er alles versucht verhältnismäßig darzustellen. Ist halt schwer für den MetaTrader. Aber ja, hier hat man eine Gap, die gestartet wurde bei 65,34 und der Eröffnungskurs war bei 86,01. Die Gap ist natürlich extrem groß, von daher würde ich auch nicht dazu raten, die irgendwie als Gap-Close zu handeln. Und das ist schon so eine Ausnahme-Gap, also sowas sieht man gar nicht so oft. Meistens immer wenn irgendwie mit den Aktien, wenn die irgendwie gesplittet werden oder wenn es eine neue fundamentale Info gibt, dann sieht man meistens sowas am Markt. Aber wir haben ja auch noch andere Symbole, die gefunden wurden. Wir können auch mal im Zeitintervall einstellen, dass wir zum Beispiel uns nur H1 anzeigen lassen, weil er ansonsten auch die ganzen Zeitintervalle pro Symbol uns auflistet. Und man sieht eben hier die Sortierung von der Aktien-Gap-Größe. Hier hat man die nächste, die ist jetzt gerade mal bei 7%. Also ist natürlich auch schon eine Hausnummer. Und das Ganze geht dann eben runter bis, bis wahrscheinlich 0,1%, beziehungsweise 0,01%, also so wie wir es eingestellt haben. Und bei den Aktien-Gaps, da gucke ich persönlich immer darauf, dass die Gap, da wo der Kurs eröffnet, dass er sich da an so einem Widerstand auch wieder befindet. Also dass das Ganze nochmal angetestet wird. Und dann finde ich, ist die Wahrscheinlichkeit meiner Erfahrung nach sehr hoch, dass diese Gap eben geschlossen wird. Können wir mal gucken. Das hier sieht auch sehr interessant aus. Goldman und Sachs. Ja, das ist hier so eine Gap, die hat eröffnet. Die ist jetzt aber irgendwo im Nichts. Also die würde ich so nicht long gehen. Wir mal schauen, ob wir noch was anderes Cooles finden. Airbnb sieht der Markt einfach ja, so ein bisschen seitwärts aus. Das ist ein gutes Anzeichen, sage ich mal. Also hier wurde sogar das Tief, das lief bis hier unten. Ja, hier hätte man halt noch so einen, die letzten Tiefs, die gemacht wurden, wäre ein bisschen riskant, das Ganze long zu gehen, würde ich sagen. Also
Könnte man probieren, aber hier ist der Stop-Loss eben auch relativ weit weg. Würde ich so eigentlich nicht eingehen. Also man sollte auf jeden Fall nicht die Sachen handeln, wo man sich nicht so sicher ist, ne? Von daher keine gute Idee. Aber ja, so ist eben das Prinzip mit dem Marktscreening. Man schaut durch, man hat seine Kriterien, man weiß, die werden alle erfüllt. Und man guckt jetzt eben nur noch im Detail, wie sieht der Markt hier aus? Also das drumherum um die Kriterien. Wird das auch gut erfüllt oder nicht? Und dementsprechend kann man dann eben seine Kaufentscheidung treffen. Hier können wir noch mal kurz gucken bei Facebook. Ah, nee, das Ganze sieht eben auch nach dem absteigenden Ast aus. Würde ich so auch nicht long handeln. Also da müsste man echt mal die Aktien alle durchgucken, die jetzt mindestens so und so viel Prozent gemacht haben. Und dann wird man da auch was finden. So. Ja, und dann normalerweise haben wir bei dem Webinar, was wir monatlich geben mit FXFED, auch immer speziellere Trading-Themen. Heute war es ja so ein bisschen allgemeiner Marktscreening und wir nehmen hier gerne Vorschläge an, beziehungsweise können Sie gerne mal in den Chat hineinschreiben, was Sie interessiert, damit wir entsprechend unseren Content so ein bisschen steuern können, um ja und ein bisschen Content fürs nächste Webinar für Sie erstellen können und entsprechend auch die Filter, die Sie als Trader interessieren, damit wir die natürlich umsetzen können, da unser Projekt ja auch so ein bisschen von der Community lebt. Weil wenn wir jetzt nur Filter entwickeln, die keiner nutzt, dann ist es ja, dann ist das natürlich auch so ein bisschen sinnlos. Wir wollen Sie ja beim Trading unterstützen. Von daher lassen Sie uns wissen, was ist für Sie interessant und was nicht. Und dann können wir entsprechend auch für Sie die Software weiterentwickeln. Und wer noch gar keinen Zugang hat zum Forex-Screener, der kann sich gerne entweder an FXFED wenden oder auch auf unsere Webseite gehen, forex-screener.de. Und da finden Sie im Menü, finden Sie quasi einen Link, der nennt sich Registrieren. Da können Sie Ihre persönlichen Daten eingeben mit Ihrer Trading-Kontonummer, Ihren Namen, damit FXFED auch weiß, okay, der Kunde, der handelt wirklich bei uns. Denn wenn Sie bei FXFED traden, dann erhalten Sie den Forex-Screener Zugang komplett kostenlos und müssen dafür nichts bezahlen. Die Kurse kommen, wie gesagt, alle von FXFED. Von daher macht es eben nur Sinn, beides in Kombination zu nutzen. Okay, dann würde ich sagen, war es das soweit erstmal gewesen von meiner Seite aus. Falls es noch Fragen gibt, können Sie die gerne in den Chat hineinschreiben. Und ansonsten würde ich erstmal sagen, vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind und zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen was gelernt. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Und ja, dann freue ich mich schon auf das nächste Webinar, wo es wieder um konkretere Trading-Themen geht. Schauen wir mal. Wir haben schon ein Thema auf unserer Liste zu stehen. Das werde ich jetzt aber noch so nicht sagen, weil ja, wird es eine kleine Überraschung werden. Und dann freue ich mich schon, beim nächsten Mal Ihnen wieder guten Content präsentieren zu können. Also vielen Dank und schönen Abend noch. Ja, vielen, vielen Dank, Manuel. Hat wieder Spaß gemacht. Fand den Inhalt wieder sehr interessant. Der nächste Termin steht ja auch schon an, 15.02. Und alle, die heute dabei waren oder sich registriert haben, sind ja auch schon für die nächsten Termine auch entsprechend registriert. Ich bedanke mich natürlich auch bei allen Teilnehmern für das Interesse und dass sie live dabei waren. Und wünsche noch einen schönen Abend, noch eine erfolgreiche Woche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und ja, bleiben Sie gesund und würde mich dann freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Falls Sie Fragen noch haben, können Sie natürlich auch gerne uns per E-Mail zukommen lassen und wir leiten das gerne weiter. Also, bis dahin, alles Gute. Tschüss.